Es ist Mittwoch, der 28. Oktober, 14 Uhr. Noch ist es nicht offiziell, aber es ist davon auszugehen, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel heute im Verlauf des Tages noch den zweiten Lockdown ausrufen wird. Von diesem Lockdown werden dann leider auch wieder die Fitnessstudios betroffen sein, sodass sie dann auch zwangsläufig wieder schließen müssen. Damit möchte ich Sie, liebe Zuschauer, recht herzlich zum Bodymedia-Interview begrüßen. Heute dreht sich natürlich alles um den Corona-bedingten zweiten Lockdown, der vermutlich bevorsteht. Und an dieser Stelle möchte ich auch ganz recht herzlich meinen Gesprächspartner, den Michael Gilitz, begrüßen. Ich begrüße dich. Hallo. Hallo Konstantin, grüß dich. Danke für die Einladung. Schön hier zu sein. Freue mich auf das Interview. Sehr gerne. Also Michael, bei euch ist es ja so, ihr seid ein Spezialfall in Berchtesgaden und im Berchtesgadener Land. Gab es ja schon in der vergangenen Woche den Lockdown, sodass du letzte Woche schon das Studio schließen musstest. Michael, wenn du die Situation heute im Hier und Jetzt mit dem Lockdown im Frühjahr vergleichst, wo liegen Parallelen und wo liegen Unterschiede? Also der Unterschied ist in erster Linie mal, dass hier bei uns im Berchtesgadener Land laut dieser Allgemeinverfügung, die ja letzte Woche vom Landratsamt öffentlich gemacht wurde, alle Einzelhändler offen haben. Das heißt, es ist insofern auch mehr Leben, ein bisschen mehr Leben in der Stadt, in dem Landkreis. Nicht mehr so wie jetzt im März, April, da wo man wirklich zum Teil gedacht hat, man fährt durch Geisterstädte, wo wirklich alle zu Hause geblieben sind, ist es diesmal nicht der Fall. Parallelen, ja gut, wie gesagt, wir Fitness, Gesundheitsanlagen mussten wieder sperren, Hotellerie, Gastronomie, die ganzen Schulen, Kitas, Kindergarten, Kindertagesstätten sind geschlossen. Das ist so die Parallele. Aber man merkt auf alle Fälle jetzt, vielleicht liegt es auch daran, dass man jetzt eigentlich ja wieder eine Wiederholung hat von dem Ganzen, dass die Leute da jetzt einfach trotz alledem auf die Straße gehen. Es das heißt in dieser Allgemeinverfügung, man hat eine Ausgangsbeschränkung, man soll nur das Nötigste erledigen, Arztbesuche wie gehabt, aber man merkt da jetzt, trotz alledem ist ein bisschen Traffic unterwegs, so ist es nicht. Du sagst es selbst, bei euch ist ja auch sehr touristisch geprägt, Hotels einerseits zu, die Geschäfte andererseits auf. Einerseits soll man, wenn möglich, nicht auf die Straße gehen, dennoch haben die Geschäfte geöffnet. Ist es nicht für dich nicht ein riesengroßer Widerspruch? Inwiefern kannst du diesen Lockdown nachvollziehen? Gut, also man den Lockdown jetzt nachvollziehen, in dieser Form kann ich nicht wirklich. Nee, dass man natürlich aufgrund, sage ich mal, von unserer 7-Tage-Inzidenz, wir sind halt wirklich der absolute Spitzenreiter mit 250 oder über 250, dass man dann bei so Infektionsgeschehen etwas machen muss, sage ich jetzt einmal, seitens der Politik, habe ich definitiv Verständnis. Aber da jetzt wieder mit einem Lockdown reinzufahren und vor allen Dingen, wie du sagst, mit dieser Allgemeinverfügung eigentlich absolute Widersprüche in sich. Man soll zu Hause bleiben, man soll soziale Kontakte vermeiden, wie gehabt. Man soll zu Hause bleiben, dann aber den Einzelhandel aufsperrt. Das stelle ich jetzt einmal so wirklich in Frage. Genauso wie Hotellerie, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen geschlossen bleiben, kann ich so in der Form sicherlich nicht nachvollziehen. Kommen wir nochmal zurück, als letzte Woche bekannt wurde, dass du das Studio schließen musst. Weißt du noch, wann, wo und durch wen du das erfahren hast? Und was waren dann deine ersten Schritte, die du dementsprechend eingeleitet hast? Wir sind alle letzte Woche am Montag, der 19. weiß, kann es noch gut, kann mich noch gut erinnern. Wir sind einfach vor dieser Pressekonferenz vom Fernseher gesessen, beziehungsweise über online, wurde ja im Landratsamt in Bad Reichenhall damals ausgestrahlt, über den Landrat und Ministerin des Landes. Und da hieß dann, naja, gut, wir haben jetzt eine Ausgangsbeschränkung ab nächsten Tag, also sprich ab Dienstag, dem 20. musste ab 14 Uhr dann alles dicht gemacht werden. Du hast dann ja insofern nicht mehr recht viel Möglichkeit zu reagieren. Das heißt, am Vortag um 18 Uhr hast du die Info und am nächsten Tag musstest du um 14 Uhr zusperren. Wir sind halt dann hergegangen, haben das Ganze wieder über Social Media, über Homepage an die Mitglieder verkündet. Wir haben am nächsten Tag mit den Mitarbeitern, wir sind doch eine sehr große Anlage mit den Mitarbeitern entsprechend, das Nötigste oder Notwendigste geklärt oder klären können, weil wir mussten die jetzt alle wieder in Kurzarbeit schicken letztendlich, weil wir halt komplett dicht sind. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Ihr musstet die Mitarbeiter leider wieder in Kurzarbeit schicken. Welche weiteren Folgen hat der Lockdown jetzt für euch? Also finanziell seid ihr vielleicht sogar existenziell bedroht? Sind irgendwelche Zukunftspläne jetzt erstmal, die ihr
vorhattet, dahin? Sind irgendwelche Investitionen, die geplant, jetzt erstmal ad acta gelegt? Kannst du uns da ein Stück weit abholen, wie das bei euch jetzt in eurem speziellen Fall aussieht? Also die Mitarbeit, das liegt halt mir immer sehr am Herzen, logischerweise, wie auch die Mitglieder, klar, die musst du in Kurzarbeit schicken, denen musst du erklären, du hast in ein paar Stunden, also am nächsten Tag, also am Dienstag ab 14 Uhr keine Arbeit mehr, das heißt Kurzarbeit. Wir geben da aber immer wieder, wie auch im Frühjahr, das Commitment, dass wir einfach durch Kurzarbeit versuchen, Arbeitsplätze eben zu retten, also nicht abzubauen. Wir persönlich als Sportpark Verlassing haben halt da, muss ich ganz ehrlich sagen, das große Glück, wir hängen halt an einen sehr großen Konzern, an der Max-Eich Unternehmensgruppe. Das ist ein Riesenkonzern, da wo man auch das Commitment soweit hat von der Geschäftsleitung, da einfach über diese schwere Zeit mit den Mitarbeitern drüber zu kommen, die uns unterstützen, die das Ganze abfedern finanziell. Zum Thema Projekte, klar, definitiv. Wie gesagt, wir sind eine Riesenanlage, wir haben einen Rehabilitationssport, wir betreuen große Firmen in der Region, also haben Präventionskurse, wir haben Projekte mit Firmen, Vereinen, musst du jetzt wieder den Stecker ziehen. Und insofern kann ich das halt nicht nachvollziehen. Jetzt nochmal zum Thema Fitness- und Gesundheitsanlagen, zum Thema Reha-Sport. Wir haben in der Woche zum Teil 65 Reha-Sport-Teilnehmer. Jetzt erklär du denen mal, du darfst ab nächster Woche nicht mehr kommen oder eigentlich ad hoc. Du hast zwar gesundheitliche Beschwerden, dein Arzt hat es dir verordnet, die Krankenkasse hat es bewilligt, aber wir dürfen nicht mehr weitermachen. Und das ist halt wirklich so, wo du dann sagst, dieses Klientel, diese Zielgruppe, also einerseits sollte man ja Gesundheit da weiter fördern, beziehungsweise die Gesundheit aufrechterhalten, insofern auch Operationen, die wieder in Form bringen, auch zum Thema Eingliederung wieder in das Arbeitsleben. Und dann musst du aber von heute auf morgen sagen, nein. Und auf Anfrage nochmal beim Landratsamt bei uns in Bad Reichenhall hieß es einfach, Herr Gillitz, es tut mir leid, das ist nicht möglich, weil Gruppenkurse generell aufgrund dieser hohen Inzidenzzahl untersagt ist. Bleiben wir vielleicht mal bei euren Mitgliedern, beziehungsweise in eurem Fall bei den Patienten. Wie haben die auf die Schließung reagiert? Habt ihr da per Mail, per Telefon, per Social Media Feedback erhalten? Und wenn ja, wie sah diese Rückmeldung aus? Also bei den Reha-Sport-Teilnehmern ganz explizit, dass die halt wirklich zum Teil sagen, das kann ja nicht sein, ich bin noch erst aus einer Operation raus, hatte jetzt eine offizielle Reha, jetzt die Anschlussreha bei uns, die Schmerzen werden immer stärker. Wir wollen ja, sage ich mal, da schmerzlindernd etwas tun. Klar, die sind natürlich alles andere als wie begeistert. Da musst du jetzt wieder schauen, wenn wir irgendwann mal wieder aufsperren dürfen, sage ich jetzt mal so, offiziell, dass du die wieder da abholst, wo sie sind. Aber man kann sich schon vorstellen, dass in 2, 4, 6 Wochen sich dieser Gesundheitszustand bei dieser Zielgruppe nicht wirklich verbessert. Im Gegenteil. Zu den Firmen, wir sind aktuell mit einer Firma zum Beispiel im Präventionsbereich tätig, also da läuft aktuell ein Präventionskurs zum Thema gesunder Rücken. Ganz klassisch eine Firma mit sehr vielen Bürokräften, die jetzt sagen, sie wollen da etwas tun, weil viele Mitarbeiter Rücken- oder Muskel-Skelett-Erkrankungen haben, denen musst du jetzt auch den Stecker ziehen und sagen, tut mir leid, wir können jetzt die Gesundheit eurer Mitarbeiter nicht mehr weiter fördern. Wir müssen jetzt selbst erstmal schauen, wann dürfen wir, wie sieht das Ganze aus. Okay, und die Reaktion dann eher verständnisvoll oder ja, bleibt wohl nichts anderes übrig, ja? Ich wollte gerade sagen, also verständnisvoll in Anführungsstrichen. Das Verständnis hat irgendwo mal seine Grenzen, muss man ganz ehrlich sagen, weil eben diese Zielgruppen, diese Bereiche, ja sagen, passt auf, ich meine, das ist ja eigentlich fast schon, es ist ja therapeutisch. Man schaut ja vom Sportmedizinischen her, dass man etwas tut und da einfach zu sagen, auch dieser Bereich ist jetzt sofort im Lockdown, dass man gar nichts mehr machen tut. Und sagen wir uns mal ehrlich, man hätte da ja wirklich viele Möglichkeiten gehabt über Auslastungsthemen, über nochmal Verschärfung von Schutz- und Hygienemaßnahmen, dass man zumindest diesen Bereich aufrechterhält. Also die haben jetzt nicht wirklich viel Verständnis dafür, weil die sagen, sie sind jetzt die nächsten Wochen wieder in ihrem Schmerzbereich drin. Ganz einfach. Okay. Noch eine Frage zu dem Mitgliederbestand bei euch. Nach dem ersten Lockdown war es ja so, dass ich vermute mal du, wie alle anderen Kollegen, erstmal viel gekämpft haben, um Vertrauen wiederherzustellen, Mitglieder zu erhalten, beziehungsweise auch neue Mitglieder wieder zu gewinnen, dass sich der Mitgliederbestand erholt. Was denkst du, wie viele Mitglieder wirst du durch den erneuten Lockdown verlieren und hast du schon Pläne, wie du die wieder zurückgewinnen willst?
Also da eine konkrete Zahl zu nennen, traue ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Also ich muss aber auf der anderen Seite wirklich sagen, wir waren sehr erstaunt ab dem 8. Juni, wo wir ja alle wieder aufsperren durften, dass die Akzeptanz und auch die Resonanz unserer Mitglieder sehr, sehr groß war. Man hat es ja in vielen Befragungen und Untersuchungen jetzt im Nachgang festgestellt, dass einfach das Gesundheitsbewusstsein bei den Menschen, bei der Bevölkerung ja einen ganz anderen Stellenwert hat, was uns ja dann eigentlich wieder als Gesundheits- und Fitnessbranche zugutekommt, gehe ich mir davon aus, dass die generell weitermachen wollen. Die wollen ja ihre Gesundheit optimieren, die wollen ja einen gesundheitsorientierten Lebensstil, die wollen da nochmal schauen zum Thema eben Pandemie, lasse ich jetzt mal außen vor, aber die Gesundheit steht halt einfach an oberster Stelle. Da jetzt eine Strategie, sage jetzt halt einmal, Kündigungen wieder zurückzuholen, wird schwierig werden, klar, die, wenn du die mal verlierst, die jetzt im zweiten Lockdown das Vertrauen komplett verloren haben, die gibt es sicherlich auch, würde ich da jetzt im Moment nicht behaupten, dass man die dann mit einem speziellen Konzept wieder zurückholt. Wir haben es halt generell speziell schwierig im Landkreis Berchtesgaden, weil wir direkt an der Grenze zu Österreich sind, also Salzburg liegt ja direkt vor unserer Tür und da viele Salzburger Kunden natürlich sagen, also Mitglieder, passt auf, allein schon im Hinblick auf die Grenzschließung, das ganze Chaos und das Theater, ziehen sich die zurück. Okay. Während des ersten Lockdowns war ja ein großes Thema, okay, wir haben geschlossen, aber wir wollen trotzdem den Mitgliedern was bieten, wir wollen mit denen in Kontakt bleiben, diverse Online-Angebote beispielsweise gab es. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr das auch gemacht und habt ihr das jetzt wieder reaktiviert? Habt ihr da irgendwelche Möglichkeiten, um so eine Art Ersatz für zu Hause zu bieten? Ja, wie du schon sagst, also das hat, glaube ich, jeder gemacht von unseren Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, einfach da auf Digitalisierung umzustellen. Klar, wir auch. Wir haben jetzt eine relativ umfangreiche Mediathek uns aufgebaut während dem Lockdown, die ja logischerweise immer noch hinterlegt ist bei uns auf der Homepage. Wir werden die jetzt einfach wieder aktivieren, muss ich sagen, diesen Altbestand, um den jetzt wieder über Social Media zu bewerben. Einfach zu sagen, Mensch, tu was für die Gesundheit, schau, trainier einfach mal verschiedene Bereiche zu Hause und für das Klientel Rehabilitationssport oder Präventionskurse wird es von unserer Seite auch schwierig werden. Da jetzt komplett neue Videos, wieder die Energie herzunehmen, aufzuwenden, wieder von vorne in der Produktion reinzugehen, weil ich mir einfach denke, der Lockdown 1 zu Lockdown 2, der Zeitraum war ja relativ kurz jetzt eigentlich. Der ist jetzt nicht so lange her, dass ich sage, der ist in Vergessenheit geraten, sondern man ist ja noch eigentlich in dem Geschehen drin und muss jetzt wieder schauen, wie man die nächsten Wochen übersteht. Klar werden wir uns andere Überlegungen vorbehalten, da an unsere Mitglieder rauszugehen, auf digitale Art und Weise, wie das dann immer ausschaut. Also was gut angenommen wurde, sind also eine Art Experten-Talks, wo man halt jemanden einlädt, so ein spezielles Gesundheitsthema mal recherchiert, beziehungsweise das dann ausstrahlt. Sei es jetzt, wie halte ich mich jetzt während dem zweiten Lockdown fit zum Thema Ernährung, dass man da vielleicht in die Richtung mal was macht. Okay. Michael, vielleicht kannst du uns ganz kurz abholen. Du bist oder ihr seid ja nicht das einzige Studio in Berchtesgaden, das von dem Lockdown betroffen ist. Wie viele Einrichtungen sind es in etwa? Und gab es vielleicht so eine Art Zusammenschluss, dass ihr sagt, okay, wir wollen gemeinsam gegen diesen Lockdown bei den Behörden vorgehen? Und wenn es solche Bemühungen gab, wie sahen die genau aus? Kannst du uns da ein Stück weit abholen? Also hier im Landkreis Berchtesgaden sind es circa 15 bis 20 Einrichtungen verschiedenster Natur, Fitnessstudio, EMS-Studios, Kurstudios. Kontakt ist insofern momentan noch nicht gegeben, dass man sagt, man macht jetzt regelmäßiges Meeting, man überlegt sich jetzt mal gemeinsam, wie geht man vor gegen den Lockdown, insofern ja, du hast das am Anfang angekündigt, jetzt flächendeckend der große Lockdown deutschlandweit ansteht, da muss man mal schauen, da appelliere ich dann aber im Nachgang nochmal an die Verbände, dass man da vielleicht Initiativen ergreift. Der Austausch meinerseits findet eigentlich aktuell mit einem Studio im Traunsteiner Land statt, mit dem großen Sportzentrum Traunstein, die ungefähr wie wir eine Multisportanlage sind, wo man da jetzt halt einfach regelmäßig im Austausch steht mit dem sportlichen Leiter und sagt, Mensch, wie kann man da vielleicht in Zukunft anders vorgehen? Was plant ihr nächster Lockdown? Wie geht's weiter? Mhm. Aber hier in der Region jetzt eigentlich eher weniger. Okay. Und von den Behörden kommen da regelmäßige Updates oder kommt da jetzt erstmal, seitdem beschlossen wurde, okay, ihr müsst zumachen, kam da jetzt erstmal nichts mehr und
hat sich das jetzt nach dem vermutlichen flächendeckenden Lockdown sowieso erledigt von Behördenseite aus? Was denkst du? Also von den Behörden kam generell einmal nichts. Ich meine, ich verfolge halt immer die Seite vom Landratsamt in Bad Reichenhall, schaue halt immer täglich nach, was gibt es Neues, gibt es generell was Neues. Aber die Allgemeinverfügung, sage ich mal, ist ja bindend und steht klipp und klar drin, wie lange das diese Allgemeinverfügung gilt. Offiziell bis 2. November, also bis nächste Woche Montag, wird jetzt ausgehebelt heute, sind wir uns einig. Insofern ist da nicht wirklich ein Informationsbedarf meinerseits und auch seitens Landratsamt, weil das müssen wir durchstehen bis 2. und dann geht es ja in die Verlängerung flächendeckend. Gehe ich mir darauf aus. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr und dann nach der Wiedereröffnung waren sich eigentlich alle einig, die Lobby der Fitness- und Gesundheitsbranche, die muss eigentlich verbessert werden in Berlin. Die Politiker müssen verstehen, dass wir systemrelevant sind, dass wir Gesundheit produzieren und dass da einfach ein Umdenken stattfindet. Von wem konkret erhoffst du dir da Unterstützung und wie denkst du, könnte so eine Unterstützung aussehen? Also wie gesagt, nochmal zu dem Stellenwert der Gesundheit gebe ich da absolut recht. Also wenn man jetzt nicht schon langsam mal was erreichen, flächendeckend, dass man das Thema Gesundheit nicht nur in unserer Gesellschaft ist, ja witzigerweise verankert. Ich meine, wir haben fast 12 Millionen, die in Deutschland Studios nutzen oder Gesundheitseinrichtungen. Deswegen ist es, glaube ich, auch für uns alle so schwer nachvollziehbar, warum das kein Gehör in der Politik bekommt. Aber ich muss immer lächeln, wenn ich höre, Fitness-Gesundheitseinrichtung, eine Freizeiteinrichtung. Klar mache ich das in der Freizeit, aber letztendlich wird bei uns ja Gesundheit produziert. Bei uns entsteht Gesundheit. Wir sind ja generell für einen gesundheitsorientierten Lebensstil. Und auch ob jetzt das der präventive Bereich ist oder der Bereich der Rehabilitation, also wir bringen ja unseren absoluten Mehrwert in die Gesellschaft mit rein. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir da endlich mal in der Politik Gehör bekommen, dass wir, und ich sage jetzt wirklich bewusst, systemrelevant sind. Weil auf der einen Seite sagt man, wenn die Gesundheit ja schon, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist und man ist krank, also man lastet eben diese Betten aus in den Krankenhäusern, um das geht es ja letztendlich, dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Ich muss einmal das Pferd von vorne aufzäumen, dass ich sage, passt auf, macht es doch präventiv was. Wir fördern und fordern die Gesundheit der Gesellschaft. Und ich erhoffe mir da ganz stark jetzt auch von den Verbänden, die wir hier in Deutschland haben, will ich jetzt nicht einzeln aufzählen, dass man da wirklich jetzt endlich mal was erreicht, dass man jetzt dieser Zusammenhalt ist ja generell da in unserer Branche, da brauchen wir nicht drüber reden, das hat man jetzt schon beim ersten Lockdown mitbekommen. Finde ich ja super klasse, was da zum Teil für Initiativen gegründet wurden, sensationell, bin ich absolut begeistert. Aber man muss das jetzt wirklich die Transformation von unserer Gesellschaft, also Fitness- und Gesundheitsbranche in die Politik reinbefördern, dass das endlich mal da oben ankommt. Wir sind auf gewisse Art und Weise systemrelevant. Du hast es ja angesprochen, es gab verschiedene Bemühungen seitens der Verbände, es gab Initiativen, es gab Gespräche mit Politikern, es gab unzählige Aktionen nach dem ersten Lockdown. Jetzt steht uns vermutlich, wie angesprochen, der zweite Lockdown bevor. Siehst du die Bemühungen der einzelnen Verantwortlichen als gescheitert an? Machst du denen da irgendwie Vorwürfe, dass es vielleicht ein Tick zu wenig war? Oder liegt es deiner Meinung nach eher an der Beratungsresistenz der Politiker in Berlin? Also was ich mir jetzt wahrscheinlich eher erwartet hätte nach dem ersten Lockdown, bin ich ganz ehrlich, von unseren Verbänden da jetzt, man hat vermutlich, aber um Gottes Willen, das ist jetzt meine persönliche Meinung und Einschätzung, man hätte da weitermachen müssen. Man hätte seitens der Verbände, der ganzen Verantwortlichen, der Politik gegenüber weitermachen müssen. Weil, dass man jetzt in einen zweiten Lockdown reinkommt, hätte sich so was vermutlich keiner mehr gedacht, sagen wir uns mal ganz ehrlich. Und ich vermute mal, dass man dann das Ganze ein bisschen aus die Augen verloren hat, dass man dem Ganzen die Wichtigkeit wieder genommen hat. Man hätte da vermutlich mehr, ich sage jetzt mal nicht lästig, aber man hätte da weiter vorgehen müssen, um bei der Politik jetzt endlich mal da das Gehör zu bekommen. Und jetzt geht man halt wieder her, kurz vor knapp, wo man jetzt mitkriegt, Mensch, es steht eventuell ein zweiter Lockdown an. Jetzt kommt er wieder rein, jetzt versucht er wieder das Ganze von vorne aufzuziehen. Also da wünsche ich mir wirklich von den Verbänden jetzt, dass da wirklich man nahtlos weitermacht und das weiterverfolgt. Dass man uns als Fitness- und Gesundheitsbranche in Deutschland endlich mal den Stellenwert zugesprochen bekommt, was uns wirklich auch zusteht. Es wurde jetzt schon nach dem ersten Lockdown immer viel darüber gesprochen, diskutiert. Es gab auch Umfragen, Studien darüber.
wann sich die Wirtschaft von diesem Lockdown erholen wird. Jetzt steht da sogar der zweite Lockdown unmittelbar bevor. Was denkst du jetzt für dich persönlich, beziehungsweise für den Sportpark Freilassing? Was denkst du, ist glaube ich schwer zu schätzen, aber was denkst du, wann wird sich der Sportpark Freilassing von dieser ja doch sehr außergewöhnlichen aktuellen Zeit erholt haben? Also das jetzt wirklich abzuschätzen, ist sehr schwierig, weil wir eben eine große Multisportanlage sind. Wir haben Fußball, Squash, Badminton, ist zum Teil ja alles. Fußball liegt immer noch brach. Wir haben 4 Indoor-Soccerplätze zum Beispiel. Wellness kann ich nur bedingt auslasten. Ist jetzt mal unabhängig vom Fitness- und Gesundheitsbereich, wird sehr schwierig. Wir werden hergehen, sage ich ganz ehrlich, und mal schauen, dass wir uns weiter spezialisieren als Gesundheitsanbieter, dass man da einfach wirklich diese Spezifikation Prävention und Rehabilitation weiter vorantreibt. Auch wenn ich jetzt wieder leidvoll mitbekomme, dass selbst dieser Bereich in den Lockdown reinfährt. Aber deswegen nochmal der Appell wirklich an die Verbände deutschlandweit, da endlich einmal wirklich Gas zu geben, da wirklich mal bei der Politik endlich die Ergebnisse durchzubringen, die wir in Deutschland erwarten. Michael, vielleicht auch schon zum Abschluss kommt jetzt mit der letzten Frage, weg von deiner persönlichen Situation, mal bundesweit gesehen. Was denkst du, wie wird es mit der Clublandschaft weitergehen? Oder vielleicht noch konkreter formuliert, was denkst du, wie viele Kollegen es erwischen wird, die vielleicht nach dem zweiten Lockdown insolvent sein werden? Wie wird sich deiner Meinung nach die Clublandschaft kurz- bis mittelfristig nach dem zweiten Lockdown in Deutschland verändern? Also die Clublandschaft insofern klar werden jetzt kleinere, so Inhabergeführte vermutlich da der ein oder andere hinten umfallen. Es wäre einfach, sage ich mal, das zu erdrückend ist mit dieser Schließung, die einfach zu viele Kosten jetzt produziert haben, keine Einnahmen bekommen haben. Die Veränderung der Clublandschaft gehe ich jetzt mal davon aus, dass man da wirklich hergeht und sagt, man hat jetzt diesen Gesundheitsaspekt nochmal, den man versucht, an die Mitglieder rauszubringen, um, sage ich jetzt mal, wurscht, ob jetzt Stärkung Immunsystem, aber dass man einer wirklich sagt, Gesundheit hat wirklich den höchsten Stellenwert in unserer Gesellschaft und sicherlich wird sich die Clublandschaft dahingehend ein bisschen verändern. Es wird weniger werden, definitiv. Aber diese Spezialisierung, glaube ich, in der Clublandschaft wird sich nochmal mehr weiterentwickeln müssen. Also weg eben von diesem klassischen Freizeit, wie gesagt, wo wir zwar alle drinstecken, aber diese Freizeiteinrichtung hat für mich jetzt nicht wirklich was mit einem professionellen und nachhaltigen Gesundheitsmanagement zu tun. Okay. Michael, vielleicht doch noch eine allerletzte Frage, um das Interview vielleicht doch ein Stück weit positiv beenden zu können. Es heißt ja immer so schön, hinter jeder Krise verbirgt sich dann auch eine Chance. Wo siehst du letztendlich die Chance für die Fitness- und Gesundheitsbranche, wenn dieses Thema Corona dann doch hoffentlich bald mal überstanden ist? Also wie ich vorher schon mal erwähnt habe, also bin mir sicher und es hat sich ja auch verändert, dieses Gesundheitsbewusstsein in der Gesellschaft. Das steht zwar jetzt konträr zu dem, dass ein Mitglied dann sagt, okay, wann kommt vielleicht der dritte oder vierte Lockdown, also worst case jetzt, da geht es eigentlich rein um die Schließung von Anlagen, die so in Zukunft einfach nicht mehr passieren dürfen aufgrund von unserem Stellenwert. Dass die Gesellschaft Gesundheit möchte und erfordert, weil das mittlerweile an Nummer 1 steht, Gott sei Dank und hoffentlich, das ist einmal außen vor. Deswegen bin ich da mir sicher, dass professionelle Anbieter da in die Richtung auch weiterhin überleben werden und da am Markt bestehen, weil, wie gesagt, wir müssen schauen, dass wir in der Gesellschaft dieses Gesundheitsthema besser und nachhaltiger verankern. Also da sehe ich auf alle Fälle eine Riesenchance drin in dem Thema, wenn da mal wirklich diese Pandemie, nehmen wir es einmal so wirklich, sage ich mal, ausgehebelt ist und überstanden ist, dass die auch wieder sukzessive zurückkommen. Und ich sehe einen riesen Mehrwert dann bei den Firmen zum Thema betriebliche Gesundheitsförderung. Also meiner Meinung nach, weil wir da auch mit drin stecken, ich möchte nicht wissen, wie dieser Fehlzeitenreport 2020 aussieht, der nächstes Jahr rauskommen wird. Das sind alles Kosten, die in den Unternehmen produziert werden, aufgrund von mangelnder Bewegung, aufgrund von diesen ganzen Lockdown-Geschichten. Da glaube ich, sehe ich auch nochmal einen riesen Mehrwert. Also als professioneller Anbieter von der Gesundheits- oder Fitnessanlage sehe ich überhaupt kein Thema. Aber es wird sich natürlich schon die Spreu vom Weizen trennen, so nenne ich es jetzt einmal. Aber das Bewusstsein der Gesundheit wächst stetig weiter in der Gesellschaft. Das sehen wir jetzt schon und das bekommen wir im Sportpark so jetzt auch mit. Ja, super, Michael. Dann haben wir, glaube ich, doch nochmal einen kleinen Mutmacher für die Zukunft, den wir auch so unseren Zuschauern mit auf den Weg geben können. Dir wünsche ich für den
oder für die schwierigen Wochen des Lockdowns alles Gute, dass ihr das möglichst gut übersteht und dann ab Dezember vermutlich wieder voll durchstarten könnt. Vielen Dank für deine Zeit und weiterhin alles Gute. Danke, Konstantin, nochmal für die Einladung. Danke, bei dir zu Wort kommen zu dürfen. Danke. Mach's gut. Danke dir. Tschüss, Tschüss. ciao.